Alle bei dir, Sie sind nach dem Schlusspfiff in die Coachingzone Ihres Kontrahenten gegangen, haben ihm ein paar Takte gesagt. Von oben konnte man es nicht genau, worum es ging. Würden Sie uns erklären, was Sie ihm gesagt haben, was Sie möglicherweise eingefordert haben? Respekt. Von Herrn Anfang. Ja. Inwiefern war er nicht respektvoll? Er weiß Bescheid. Also ich war in der Situation so, dass wir uns die Hand gegeben haben und ich habe gesagt, dass ich glaube, dass wir heute vielleicht verdient gehabt hätten zu gewinnen. Und damit war das Thema dann auch für mich erledigt. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass wir gerade in dieser Phase jetzt eigentlich unsere besten Spiele gemacht haben. Es hat sich einfach die Arbeit der letzten Wochen ausgezeichnet. Insgesamt, glaube ich, haben wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht und in meinen Augen waren wir heute auch die bessere Mannschaft, die guten Fußball gespielt hat. Insgesamt muss ich sagen, Riesenkompliment an meine Mannschaft für das, was sie das ganze Jahr über gespielt haben. Das habe ich eben schon ein paar Mal gesagt gehabt, meine schwierigste Aufgabe, die ich bis jetzt als Trainer gehabt habe. Und es sind sehr, sehr viele Dinge zusammengekommen bei uns, die Arbeiten sehr, sehr schwierig gemacht haben. Die Mannschaft ist gerade in den letzten Wochen damit wirklich sehr, sehr gut umgegangen. Wir sind der kleine Verein aus dem Norden, der sehr sympathisch ist. Und wir gönnen natürlich auch Wolfsburg, die eine Nummer zu groß für uns waren, dass sie in der ersten Liga bleiben. Und für uns ist das keine Schande.